Junge Männer beim Pumpen. Wie Millionen andere weltweit wollen sie sich fit halten. Doch dieses Sportstudio liegt mitten in Nusayrat, einer Flüchtlingssiedlung im zentralen Gazastreifen, wo seit mehr als einem halben Jahr ein unerbittlicher Krieg zwischen der israelischen Armee und der radikal-islamischen Hamas wütet. Auch in Nusayrat wird gekämpft. Teile der Siedlung liegen nach israelischen Bombardements in Trümmern. An diesem Tag ist davon bislang nichts zu spüren. Die jungen Palästinenser gehen konzentriert ihren Übungen nach. Der Sport hilft ihnen, Stress abzubauen, erklärt der Besitzer des Fitnessstudios. Hier herrschen Angst, Unruhe und Anspannung. Aber Bodybuilding gilt als eine der Sportarten, die hilft, negative Energien abzubauen und aus der Atmosphäre von Krieg, Tod und ständigem Leid herauszukommen. Das Studio war nach Beginn des Kriegs monatelang geschlossen, seit dem beispiellosen Überfall und den Massakern der radikal-islamischen Hamas am 7. Oktober geht die israelische Armee massiv im Gazastreifen vor. Im April beschloss der Besitzer, das Studio wieder zu öffnen, trotz der nahezu täglichen Kampfhandlungen in der Region. Anfangs war die Resonanz gering, doch nach und nach kamen immer mehr junge Männer zum Training. Ich bin mit großer Leidenschaft hergekommen, weil ich etwas an dem Kriegsalltag, den wir seit 9 Monaten erleben, ändern wollte. Diese Zeit hat ausgereicht, um alle Sportarten im Gazastreifen zu zerstören. Ich trainiere hier unter harten Alltagsbedingungen und fehlenden Arbeitsmöglichkeiten. Ich komme, um mich auszupowern, meinen Körper zu trainieren und negative Energie loszuwerden. Am Ende fühle ich mich wieder voller Energie. Viele der Sportler nehmen eigentlich Nahrungsergänzungsmittel oder ernähren sich auf eine besondere Weise. Doch diese Extras sind derzeit nicht leicht zu bekommen und wenn es sie gibt, sind sie sehr teuer. Auch das ist Teil des Alltags im Krieg.